Wir stehen zu Christus in einem Rechtsverhältnis, im Rechtsverhältnis des Eigentums. Dieses Rechtsverhältnis gilt für unser Leben und für unser Sterben. Wir leben kein eigenes Leben und wir sterben keinen eigenen Tod. Wir sind niemals reine Privatmenschen, denn als Rechtseigentum Christi sind wir über eine rein private Existenz hinausgehoben. Als Rechtseigentum Christi sind wir etwas wie Gegenstände des öffentlichen Rechts geworden. Denn Christus hat natürlich keinen privaten Besitz und kein privates Eigentum, sondern er hat als der Herr des neuen Zeitalters nur öffentliches Eigentum. Als öffentliches Eigentum Christi kommt unserem Leben und unserem Sterben darum auch Öffentlichkeit zu. Die Privatexistenz ist das Ideal des Heidentums, das Ideal derer, die keinen Kyrios, keinen Herrn haben. In dieser Tatsache, dass wir öffentliches Eigentum Christi sind, gründet es, dass ein Christ unmöglich außerhalb der Kirche sein kann. Denn öffentliches Eigentum des Kyrios sein bedeutet eben Zugehörigkeit zur Kirche. Wer eine rein private Beziehung zu Christus pflegen will, der raubt ihm seinen Kyrios, seinen Herrncharakter. Ich weiß, das klingt ein wenig zu sehr für unseren Geschmack nach Rechtssprache. Und dennoch sind es so wichtige, notwendige Sätze, liebe Schwestern und Brüder, diese Sätze des großen Gelehrten und Konvertiten Erik Petersen. Denn diese Lesung, die wir heute gehört haben, die uns vertraut ist, vielleicht von vielen Begräbnismessen, die da gerne genommen wird und die darin auch einen großen Trost ausdrückt, dass wir nicht uns selber leben und nicht uns selber sterben, sondern immer zu Christus gehören. Wir sollten darin nicht nur den Trost sehen, sondern erst, wenn wir all das bedacht haben, was Petersen schreibt, erst dann finden wir den rechten Trost. Und wir sollten es nicht erst beim Begräbnis lesen und hören, sondern zu Lebzeiten uns deutlich und klar machen und unser Leben danach ausrichten und gestalten, dass wir Christus gehören. Und Petersen weist zu Recht immer wieder darauf hin, dass dies den Bereich der Öffentlichkeit braucht. Wir sind heute in großer Gefahr. Wir haben neulich schon einmal darüber nachgedacht. Religion ist Privatsache. Das darf jeder für sich zu Hause mit sich abmachen, aber wehe, das wird öffentlich. Das bröckelt auch in unserem Land, obwohl die Kirche nicht eingeschränkt ist, zumindest nicht vom Recht eingeschränkt ist, ihren Glauben zu äußern. Wir dürfen, wenn wir das vorher anmelden, in Prozession durch die Straßen ziehen, wir dürfen die Glocken läuten. All das ist öffentliche Kundgabe des religiösen Geschehens und, wenn wir es recht sehen, dass wir Eigentum Christi sind. Und dass Christus der Herr ist, seine höchst politische Aussage. All die anderen, die sich so aufspielen als Machthaber und Herrscher dieser Welt, sind, wie es die Psalmen sagen, Nichtse. Nichtse. Sie sagen nicht Nichtsnutze, das sind sie vielleicht manchmal auch. Aber sie sind im Vergleich zu diesem Kyrios, zu diesem Christus, nichts. Menschen. Staub, wie wir. Und wir müssen auch diese Frage der Öffentlichkeit und dass wir Christi Eigentum sind, auch nochmal auf dem Hintergrund bedenken, dass es im Moment auch innerhalb der Kirche, wir können das bis in unsere Familien, vielleicht manchmal sogar bis in unsere eigenen Entscheidungen hinein verfolgen, dass das Begräbnis, der Tod des Christen immer mehr zu einer Privatsache deklariert wird. Immer mehr Anzeigen kann man lesen, die Begräbnisfeier hat in aller Stille stattgefunden. Oft kommt dann erst zwei Wochen später die Anzeige. Das ist eine ganz verrückte Sache und hat damit zu tun, dass wir Christus um den Charakter des Herrnseins bringen. Es ist keine private Angelegenheit, wenn ein Christ stirbt. Es geht die ganze Kirche an. Und wie der Christ stirbt und wie man ihn zu Grab trägt in der Hoffnung auf die Auferstehung, ist eine öffentliche Kundgebung. Wir dürfen es nicht in den Privatbereich verlagern. Wir bringen uns zu dem,
um den Trost der Kirche. Vielleicht können sich noch einige erinnern an das ein oder andere Totenmahl. Das ist in der Regel fast, möchte man sagen, eine ausgelassene Stimmung. Wie viel Trost liegt darin, wenn man einander diesen Trost zuspricht und einander sich vergewissert, dass man lebt und den Toten hilft durch das Gebet und dass man den Lebenden, die trauern, beisteht. Darin liegt eine ganz große Kraft, die begründet ist, in dem, dass wir alle Eigentum Christi sind. Es ist gut, wenn wir uns das zusagen lassen. Und auch wenn das rechtlich klingt, dass Christus der Rechtsinhaber ist. Wir sind sein Eigentum. Ob wir leben oder ob wir sterben, sagt Paulus, wir gehören dem Herrn.